Als Mensch habe ich immer versucht, meinen eigenen Traum zu leben. Ich habe immer versucht, nur das zu machen, was ich immer machen wollte. Als ich in die Schweiz fluchtete, hat man mir zuerst nicht geglaubt, dass ich Film studiert habe. Ich erinnere mich, als ich damals einem Beamten gesagt habe, ich sei Filmregisseur, hat er mich ausgelacht und gesagt, Schweiz ist das falsche Land für Sie, Herr Khalil. Gehen Sie doch nach Hollywood. Die ersten 5 Jahre in der Schweiz habe ich in einem Theater gearbeitet. Nicht als Regisseur, sondern als Putzmann. Heute als eingebürgerter Schweizer kann ich mich jetzt auch frei bewegen. Und das ist ein großes Privileg für mich. Im Gegenteil, in meinem Heimatland, heute sind Millionen von Menschen auf der Flucht oder gefangen geblieben. Dazwischen auch meine eigene Familie.